Welcome, ladies and gentlemen, to our English-speaking. Willkommen, meine Damen und Herren, an unsere englischsprachigen Gäste. Wir machen diese Konferenz zweisprachig, Deutsch und Englisch. Wir haben Simultanverdolmetschung. Das heißt, jeder, der die eine Sprache nicht versteht oder spricht, sollte sich mit einem Kopfhörer ausstatten. Und jetzt erlaube ich mir, in meiner Muttersprache fortzufahren. Wir freuen uns sehr, dass trotz dieses doch ziemlich anstrengenden Wetters draußen so viele den Weg hierher gefunden haben. Noch ist es hier auch kühler. Das ist auch eine ziemliche Herausforderung für unsere Saaltechnik. Wir hoffen, dass es sie bestehen wird und dass wir alle gut durch den heutigen und durch den morgigen Tag kommen. Das ist die 14. außenpolitische Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung. Man kann also schon von einer richtigen Tradition sprechen. Und wie schon in den letzten Jahren haben wir auch heute wieder ein sehr interessantes Publikum hier im Saal. Mitglieder der diplomatischen Vertretungen, wissenschaftlicher Institute, von Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen, der Bundeswehr, des Verteidigungsministeriums. Nicht zuletzt begrüße ich natürlich die Journalistinnen und Journalisten hier im Saal und ganz besonders alle, die als interessierte Bürgerinnen und Bürger hierher gekommen sind, um sich ein genaueres Bild zu machen und eine, ich würde sagen, informierte Meinung zu bilden zu einem Thema, das von einer großen Reichweite ist für die künftige internationale Ordnung, nämlich die Herausforderungen für Frieden und Sicherheit in Zeiten von Drohnen, Robotern und digitaler Kriegführung. Lassen Sie mich noch am Anfang sagen, wie sehr wir bedauern, dass Repräsentanten der Führungsspitze der Bundeswehr ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt haben, nachdem sie schon zugesagt hatten. Auch wenn die Bundeswehr kein politisches Mandat hat, sollte sie doch die öffentliche Diskussion über Grundfragen von Krieg und Frieden nicht scheuen. Gestern hat Präsident Obama vor dem Brandenburger Tor in seiner Rede die Zukunft der transatlantischen Beziehungen skizziert. Auf die Kritik an den Drohneneinsätzen in Pakistan und in Afrika ist er nur ganz en passant eingegangen. Seine Position dazu ist aber kein Geheimnis. Er hat sie erst kürzlich in einer Grundsatzrede zur amerikanischen Sicherheits- und Militärpolitik dargelegt und angekündigt, die Kriterien für den Einsatz von Kampfdrohnen künftig enger zu fassen. Allerdings hat er das aus einer rein nationalen Perspektive heraus getan. Aus unserer Sicht gehört dieses Thema aber in die NATO. Wir brauchen einen transatlantischen Dialog mit dem Ziel, eine gemeinsame Politik und gemeinsame Regeln für diese neue Generation von Waffen zu entwickeln. Diese Forderung kommt auch aus den USA von Denkfabriken wie Brookings. Ich zitiere, it's time for a transatlantic accord on drones. It's time for new rules of war. Wir freuen uns deshalb, dass mehrere Referenten und Referentinnen aus den USA an unserer Diskussion teilnehmen. Zu Beginn der Konferenz wollen wir den Stand der Entwicklung aufarbeiten und fragen, welches Potenzial in diesen neuen Technologien steckt. Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Drohnen, Kampfrobotern und Cyberwar sprechen? Die Zukunft ist schon da, hat Peter Wiesinger seinen Beitrag überschrieben, der in einem informativen Heft der internationalen Politik erschienen ist, das Sie draußen auch erwerben können. Sie finden den Text auch auf unserer Website www.böll.de.
Und wir freuen uns, dass er seine Thesen gleich live darlegen wird. Ein paar Fakten und Bemerkungen vorweg. Bereits 87 Staaten verfügen heute über Unmanned Aerial Systems, kurz gefasst über Drohnen. Davon 26 Staaten, die größere Systeme besitzen, die bereits bewaffnet sind oder zumindest bewaffnet werden können. Man spricht von einer Revolution in Military Affairs, von einer neuen Epoche der Kriegführung, vergleichbar nur mit der Erfindung der Feuerwaffe, der Mechanisierung des Krieges oder dem Aufkommen der Luftwaffe. Schon immer gingen revolutionäre technische Entwicklungen und neue Formen der Kriegführung Hand in Hand. Vielfach ist das Militär sogar die treibende Kraft bei der Entwicklung neuer Technologien. Wir verzeichnen gegenwärtig einen weltweiten Trend zur Digitalisierung des Krieges. Unbemannte Waffensysteme, automatisierte Fernüberwachung, Attacken auf die Computersysteme anderer Staaten. Besonderes Unbehagen ruft der Trend zur Automatisierung von Entscheidungsprozessen hervor. Treffen Menschen die Entscheidung über das Auslösen von Kampfhandlungen mit allen Abwägungen, die damit verbunden sind, moralische, politische Abwägungen? Oder werden diese Entscheidungen zunehmend an Computer delegiert? Und welche Eskalationsdynamik birgt diese Entwicklung? Sind Drohnen einmal bewaffnet, forciert das die Logik der Automatisierung des Krieges. Bald wird die Reaktionsgeschwindigkeit, mit der Menschen eine Bedrohungssituation erfassen können, nicht mehr gegen einen mit Computergeschwindigkeit agierenden autonomen Kampfroboterschwarm ausreichen. Das schiere Volumen an Daten, die von Drohnen übermittelt werden, übersteigt heute schon die Fähigkeit von Menschen, sie zu verarbeiten. Im Jahr 2009 war die amerikanische Drohnenflotte 25.000 Stunden im Einsatz. 2011 waren es bereits 300.000 Stunden. Gleichzeitig wurden Kameras und Sensoren immer weiter perfektioniert. Damit steigt die Informationsmenge exponentiell. Ihre Auswertung kann nur noch von Computersystemen bewältigt werden. Die Debatte um die Bewaffnung von Drohnen und Robotern, um Nutzen und Gefahren maschineller Entscheidungssysteme und ihre ethischen Implikationen muss geführt werden, bevor diese vermeintlichen Sachzwänge die Grundfesten moralischen Handelns und die Regeln der Kriegführung unterminieren. Es gibt guten Grund zur Sorge, dass diese Trends destabilisierende Wirkungen auf die internationale Ordnung haben. Zwar soll die Fehlerrate bei Einsätzen unbemannter Waffensysteme nicht höher als bei konventionellen Waffen sein, die von Menschen bedient werden. Die Gefahr ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass unbemannte Waffensysteme die Schwelle zum Einsatz militärischer Gewalt senken. Es ist durchaus legitim, in bewaffneten Konflikten die Gefahren für die eigenen Soldaten senken zu wollen. Auch ist die Kriegführung über weite Distanzen keine neue Entwicklung. Sie bewegt sich auf einer langen Linie von der Artillerie bis zur Raketentechnik. Und moralisch lässt sich schwerlich ein Unterschied ausmachen zwischen hochfliegenden Bombern, die ihre tödliche Fracht auf ganze Städte niederregnen lassen, und unbemannten Drohnen, die sich ihre Ziele selbst suchen. Die Frage ist, wie weit diese neuen Waffensysteme die Militarisierung von Konflikten befördern und die Steuerbarkeit von solchen Konflikten untergraben. Das gilt allzumal in einer Welt, die zunehmend von asymmetrischen Konflikten gekennzeichnet ist, in denen nicht mehr Staaten gegen Staaten aufmarschieren, sondern nichtstaatliche Akteure als Kriegspartei auftreten. Die rasante Entwicklung der Computertechnik und der Miniaturisierung von Bauteilen führt dazu, dass Fernlenkwaffen immer billiger werden. Das Problem der Proliferation liegt auf der Hand. Das gilt erst recht für den Cyberwar. Um eine verheerende Attacke auf Computersysteme eines Landes zu starten,
braucht es zwar viel Know-how, aber wenig Geld. Wir wollen mit unserer Tagung auch größere Klarheit bei der völkerrechtlichen Einordnung der neuen Hightech-Waffen finden, insbesondere mit Blick auf den Einsatz von Kampfdrohnen und Computerattacken. So scheint bisher noch völlig ungeklärt, wann im virtuellen Raum, dem Cyberspace, ein Angriff vorliegt. Und wie steht es völkerrechtlich um die amerikanische Doktrin, sich bei einem Cyberangriff einen Gegenangriff mit konventionellen Mitteln vorzubehalten? Müssen automatisierte Waffensysteme, die sich ihre Ziele selbst suchen, nicht unbedingt mit menschlicher Verantwortung rückgekoppelt werden? Und wer ist im Zweifel rechtlich zu belangen, wenn Drohnen oder Kampfroboter ein Blutbad unter der Zivilbevölkerung anrichten? Manche Beobachter vertreten die These, dass Cyberspace sei bereits der entscheidende Raum, in dem militärische, politische und wirtschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Hier verschwimmen Industrie- und Rüstungsspionage mit Angriffen auf die technologische Infrastruktur. Zwischen China und den USA ist das bereits ein sehr ernstes Thema, aber auch die Virenattacken auf das iranische Atomprogramm gehören in dieses Kapitel. Eine Besonderheit des Cyberwar ist das Problem der Attribution, das heißt der Rückverfolgbarkeit und kausalen Zurechenbarkeit von Cyberattacken. Damit wird nicht nur das Prinzip der zwischenstaatlichen Abschreckung unterminiert, es stellt sich auch die Frage, wie weit Staaten für Cyberattacken verantwortlich gemacht werden können, die von zivilen Akteuren von ihrem Territorium aus verübt wurden. Bedeutet der Übergang zum Cyberwar, dass das große Schlachten, das die Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts kennzeichnete, der Vergangenheit angehört? Oder verschränkten sich künftig virtuelle und physische Formen der Kriegführung zu einem Szenario, das eher an Orwells 1984 erinnert, also einen unübersichtlichen Zustand des permanenten Krieges? Es scheint uns dringlich, das Völkerrecht auch in diesen Bereichen auf die Höhe der Zeit zu bringen. Es ist in jeder Hinsicht gefährlich, wenn neue technische Möglichkeiten Grauzonen des Völkerrechts entstehen lassen, die eine Entgrenzung militärischer Gewalt befördern. Umgekehrt muss es darum gehen, den langen Weg der Einhegung des Krieges auch unter den neuen Bedingungen fortzusetzen. Alles andere wäre der Weg in Teufelsküche. Präsident Obama hat gestern eine neue Initiative zur Reduzierung strategischer und taktischer Atomwaffen angekündigt. Das ist gut, aber Rüstungskontrolle muss sich auch auf die neuen Hightech-Waffen erstrecken. Das wird schwer zu erreichen sein, aber wir sollten es unbedingt versuchen. Diese Konferenz soll keine Eintagsfliege bleiben. Wir werden das Thema auch in Zukunft weiter bearbeiten, insbesondere mit Blick auf die rechtliche und politische Eingrenzung dieser neuen Technologien. Ich möchte zum guten Schluss mich noch ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die diese Konferenz inhaltlich und organisatorisch vorbereitet haben, insbesondere bei Gregor Enste, unserem Referenten für Außensicherheitspolitik, seiner Mitarbeiterin Barbara Assheuer und bei Melanie Sorge als externe Projektbearbeiterin, auch bei unserem Tagungsbüro, das als Gastgeberin für diese zwei Tage fungieren und uns betreuen wird. Und abschließend wünsche ich uns allen eine interessante Konferenz mit vielen Anregungen für die weitere Meinungsbildung zu diesem brisanten Thema. Gerade wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht, brauchen wir eine informierte Öffentlichkeit und eine intensive gesellschaftliche Debatte. Und dazu wollen wir als Stiftung nicht nur mit dieser Konferenz beitragen. Ich übergebe jetzt an unsere Moderatorin Silke Tempel, die Chefredakteurin der Internationalen Politik, möchte mich bei dieser Gelegenheit auch noch mal ganz herzlich für die bewährte Kooperation bedanken und wünsche uns allen eine interessante Konferenz. Danke sehr.
mein Mikro. Ja, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind zu dieser Konferenz. Und Ralf Füchs hat es ja schon angesprochen. Es ist uns eine große Freude, dass wir als Auftaktredner jemanden haben, den man mit Fug und Recht als eine der größten Autoritäten auf diesem Gebiet bezeichnen kann, Peter W. Singer, der eigentlich, vielleicht werden Sie es gleich sehen, wenn wir dann nachher nochmal per Skype miteinander reden, alles andere als Senior ist, aber dennoch schon Senior Fellow, und zwar einer der jüngsten, und Director des 21st Century Defense Initiative in Brookings ist. Peter Singer hat vor mittlerweile 4 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Wired for War, das auch ein ziemlicher Erfolg geworden ist. Wenn man die New York Times Bestsellerliste schafft, dann kann man wohl von dem Erfolg sprechen. Und das wirklich, Sie sollten sich das mal vornehmen, eine faszinierende Lektüre bietet, und zwar nicht nur für Tech-Nerds und solche, die es werden wollen. Es ist wirklich eine faszinierende Auflistung dessen, was bereits geschehen ist an technischer Entwicklung und was exponentiell rasant in der nächsten Zeit auch geschehen wird. Vielleicht sagt es auch ein bisschen was aus über die Entwicklungen, die in diesem Bereich möglich sind. Robotics, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, Dinge, die natürlich miteinander zusammenhängen. Dass Peter Singer jetzt an einem Projekt sitzt, das überhaupt nichts mit Sachbuch zu tun hat. Er arbeitet an einem Roman über Cyberwar. Vielleicht braucht man einfach auch ein Format, bei dem man mal die Fantasie ein bisschen spielen lassen kann, um dann tatsächlich realistisch das aufzuzeigen, was in der nächsten Zeit möglich ist. So. Jetzt wird uns Peter Singer zugeschaltet. Ich setze mich hin, halte die Klappe, er spricht und werde ihm nachher noch 2, 3 Fragen stellen. Hello, it's great to be able. Es freut mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann, und ich möchte mich bei den Organisatoren für die nette Einladung bedanken. Leider war ich nicht in der Lage, zu Ihnen zu reisen. Sie haben ja ganz schönes Wetter, habe ich gehört, aber wir haben eine Hochzeit in unserer Familie. Aber dennoch wäre es dem Thema angemessen, mich mit Ihnen über die Technologie zu vernetzen, die Technologie, die wir uns früher nur vorstellen konnten, als wir noch Star Trek im Fernsehen geschaut haben. Und jetzt kann ich darüber mit Ihnen verbunden sein. Jetzt möchte ich die Hauptveränderungen vorstellen im Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts. Und vielleicht könnte ich die Organisatoren bitten, die Präsentation einmal auf dem Bildschirm zu laden. Fantastic. So if you can... Ganz wunderbar. Gehen Sie doch bitte zur nächsten Folie. Es wurde immer moderner für die Führungsriege in der Politik und im Militär zu sagen, dass eine Lektion des letzten Jahrzehnts des Krieges im Irak und in Afghanistan darin bestand, was ein 4-Sterne-General zu mir einmal sagte, nämlich, dass die Technologie keine Rolle spielt bei den menschenzentrierten Kriegen, die wir kämpfen. Aber das setzt eine Definition der Technologie voraus als etwas, das exotisch wäre und schlecht handhabbar wäre. Man könnte den berühmten Musiker Brian Eno zitieren. Technologie ist der Name, den wir den Dingen geben, die wir nicht jeden Tag benutzen. Und sobald wir das jeden Tag benutzen, dann nennt man das auch nicht mehr Technologie. Es ist dann egal, ob man über einen Stein oder eine Drohne spricht. Das ist einfach ein Werkzeug, das wir für eine Aufgabe benutzen. Nächste Folie, bitte. Drohnen sind beispielsweise eine Technologie, die zunächst einmal etwas Fiktives war, etwas Magisches. Wir haben das nicht benutzt, und jetzt wurde das etwas, wie das auch in der Rede vorher erwähnt wurde, das ein Werkzeug des Alltags wurde. Das US-Militär ist vor über 10 Jahren nach Afghanistan gegangen mit einer Handvoll Drohnen, die alle nicht bewaffnet waren. Und jetzt haben wir über 8000 unbemannte Flugsysteme im Inventar des US-Militärs. Und es gibt auch schon am Boden Bodenroboter und mehr als 12.000 davon von dieser Technologie. Und wir sind natürlich nicht der einzige Akteur in der Welt der Robotik. Es gibt mindestens 87 andere Länder auf der Welt, die auch Drohnen bauen und verwenden. Und darunter zählt auch Deutschland. Nächste Folie. Und wenn man das zunächst einmal erst als militärisch begrenzt erachtet hat,
hat man auch gesehen, dass das oft in Schattenkriegen benutzt wurde, in Somalia und Jemen. Und die berühmteste Operation, der Einsatz ist der Einsatz in Pakistan, wo mehr Luftschläge durch Drohnen durchgeführt wurden als in dem bemannten Luftkrieg. Und auf der nächsten Folie, oder können Sie noch einmal zurückgehen, sieht man das, nämlich eine Veränderung bei der Örtlichkeit des Krieges. Vor einer Generation hatte man noch ein Konzept vor Augen, das William Gibson auch vor Augen hatte, nämlich dass das Internet eine gemeinsame Halluzination sei, dass Milliarden von Nutzern sich erdachten und eine grafische Repräsentation sei der abstrakten Daten. Und dafür hat dieser Science-Fiction-Autor die Worte Kybernetik und Space benutzt. Und zusammengenommen hatte man das zum ersten Mal Cyberspace. Und heute kann man natürlich gar nicht mehr ermessen, wie zentral und essentiell der Cyberspace für unser Leben ist. Vom Handel bis zur Kommunikation, die mir jetzt erlaubt, Tausende von Meilen entfernt von Ihnen, doch zu Ihnen zu sprechen. Und das ist also dieses globale Netzwerk der Netzwerke. Und natürlich wird das auch ein neuer Modus der Kriegsführung und ein neuer Bereich der Kriegsführung. Das US-Militär betreibt nicht nur die sichere Version des Internets, obwohl natürlich die Sicherheitsbehörden gezeigt haben, dass das auch seine Probleme aufweist, sondern es gibt auch Zugriffe auf das offene öffentliche Internet und das über 1 Milliarde Mal am Tag. Über 98% der Kommunikation der amerikanischen Regierung, und das gilt auch für die deutsche und andere Regierung, also über 98% der Kommunikation verläuft auf dem zivilen und öffentlichen Internet. Nächste Folie. Was jedoch noch mehr Herausforderungen aufwirft als die Werkzeuge selbst, ist die Argumentation, dass die Technologie sich so schnell wandelt, also die Geschwindigkeit der Technologieentwicklung. Zunächst einmal ist das etwas Entferntes und Magisches und dann wird es etwas Alltägliches. Vielleicht kennen Sie dieses Bild, das ist das Moore'sche Gesetz, die Idee, dass man eben immer mehr Computer-Verarbeitungskapazität in einen Mikrochip packen kann, sodass die Kapazität alle 18 Monate verdoppelt werden kann. Das Moore'sche Gesetz wurde auch ausgedehnt auf weitere Tendenzen bei der Beschleunigung unserer Technologie, wie sich die Technologie immer wieder multipliziert von einem Jahr zum anderen. Vielleicht kann man das besser in diesem Bild hier veranschaulichen. Das ist eine Urlaubsgrußkarte, eine kleine Karte, die man vielleicht irgendwo im Urlaub schreiben kann, und man bekommt die dann, macht die auf und dann spielt die ein Lied. Und wenn man eine solche Karte in der Hand hält, dann hat man mehr Computerkapazität in der Hand, als die gesamte Armee hat in einer einzigen Karte. Und nach dem Urlaub schmeißt man sie dann weg. Und das hat sich in den letzten 40 Jahren ereignet. Was wird in den nächsten 25 Jahren passieren? Wenn das Moore'sche Gesetz stimmt und wenn es sich so weiterentwickelt wie in den letzten 40 Jahren, wird das so sein, dass wir die Veränderung multipliziert mit 1 Milliarde erleben, was die technologischen Kapazitäten betrifft, also eine 1 und 9 Nullen. Natürlich muss das Moore'sche Gesetz nicht unbedingt stimmen, das ist kein physisches Gesetz, kein physikalisches Gesetz, vielleicht verlangsamt sich das alles auch. Und was passiert denn, wenn es nur um den Faktor 1000 multipliziert wird? Naja, dann hat man eben 1 Million Mal das von heute. Und das schlimmste Szenario oder das geringste Szenario, das die DARPA auch voraussagt, ist eine Veränderung in einem Rhythmus von 10.000 mit einem Faktor 10.000 multipliziert. Wenn man jetzt wieder zum Thema Drohnen zurückkommt, ist es interessant, dass die Militärs und auch Ethiker gerade jetzt dieses Konzept der Drohnen häufiger verwenden und als unbemannte, ferngesteuerte Technologie. Aber auch das
verändert sich immer schneller und veraltet immer schneller. Also die erste Generation dieser Technologie, die unbemannt war, sah so aus wie früher die Autos, nämlich pferdlose Kutschen. Und auf diesen Bildern sieht man jetzt die Formen der Robotik, die jetzt ganz verschiedene Richtungen annehmen können. Und da sieht man eben, wie viele verschiedene Formen es gibt. Es gibt natürlich einige, die noch ein Cockpit haben für den Piloten und das einfach nur übermalt ist. Und man kann natürlich auch ganz kreativ sein, wenn man sich die Größen der Technologien vorstellt. Da kann es ganz große und auch sehr kleine Systeme geben. Was allerdings noch wichtiger ist, ist das Zunehmen an Intelligenz und Autonomie dieser Technologie. Hier sehen Sie die X-47 UCAS. Das ist ein System der US Navy, das in Maryland getestet wird. Und das ist düsenbetrieben. Und was hier wichtig ist, ist, dass es nicht nur schneller ist und weiter fliegen kann als die derzeitige Drohnengeneration in Afghanistan, sondern es ist etwas, was unvergleichlich ist mit dem, was in der Vergangenheit da war. Es ist intelligenter, autonomer, es kann autonom starten und landen und kann auch von einem Flugzeugträger starten und Einsätze selbst fliegen und in der Luft betankt werden. Und da kann man den Luftraum des Feindes autonom befliegen und die Briten haben etwas Vergleichbares geschaffen. Das ist nicht wie bei Terminator, das entscheidet nichts alleine, aber wir erleben hier eine Bewegung weg von der Technologie als auf den Menschen zentriert, der Mensch als Entscheidungsfinder, hin zum Menschen, der nur auf der Entscheidungsschleife sitzt. Und das beschreibt nur, dass wir uns herausbewegen aus dem Entscheidungsfindungsprozess. Und bei diesen Veränderungen sieht man auch, dass die Nutzerbasis für diese Technologien immer größer wird. Da wird immer mehr geleistet für immer mehr Benutzer, denn heute kann man diese Technologien leichter benutzen. Und ich vergleiche das mit dem Computer. Als ich groß wurde, war der Computer etwas Exotisches. Und wenn man mit dem Computer kommunizieren wollte, dann musste man erst einmal eine neue Sprache lernen. Ich musste zum Beispiel Basic lernen zur Kommunikation mit meinem Computer. Mein 4-jähriger Sohn kann heute seinen Computer benutzen, um Videos herunterzuladen und die anzuschauen. Und das liegt nicht daran, dass der Computer einfacher gestrickt ist, sondern er ist fortschrittlicher. Und das Gleiche passiert auch mit der Robotik. Zunächst einmal gab es eben Piloten und dann kann man sie jetzt mit Apps und iPhones bedienen. Und was bedeutet das für den Krieg? Also meine Erfahrung in der Unterhaltungsindustrie kann da als Illustration dienen. Ich habe einmal als Berater für ein Videospiel gearbeitet. Das nennt sich Call of Duty. Wenn Sie das nicht spielen, dann spielen das bestimmt irgendwelche Kinder, die Sie kennen. Und für das Spiel, das ich mir ausdenken sollte, sollte ich mir ein Schlachtfeld für 2025 ausdenken. Und da habe ich mir derzeitige Technologien angeschaut, wie zum Beispiel Quadcopter, die man heute in einem Einkaufszentrum kaufen kann als Spielzeug. Und dann könnte man das ganze Jahr bewaffnen, haben wir gedacht, als fiktives Konzept, das man dann steuern kann über eine iPhone-App und man könnte das Ganze ausstatten mit einer Maschinenwaffe und Sprengköpfen. Und das war erst einmal nur für das Spiel, aber wir wollten dann eine Werbung für dieses Spiel produzieren. Und da sieht man die Arbeitsversion, die wir gebaut haben. Sie heißt Charlene und die hat weniger als $1,000 gekostet. Das ist ein Quadcopter, der mit einer Uzi-Maschinenwaffe ausgestattet ist und mit Sprengkörpern. Und der kann mit einem Tablet-Computer bedient werden. Das ist nichts Futuristisches, das ist etwas Reales. Und 17 Millionen Menschen haben das online schon angeschaut, wie die Charlene funktioniert. Da war auch jemand vom Pentagon dabei, der sich das Video angeschaut hat und der hat sich aufgeregt, dass das eine Idee von einem verrückten Russen gewesen sei, der eine bessere Drohne haben sollte als das US-Marine-Korps oder die deutsche Armee. Und jetzt hat man entschlossen, das zu bauen und es gibt jetzt einen Vertrag, das zu bauen. Und wir haben es ja geschafft, das für unter $1,000 zu bauen. Das kostet das bestimmt mehr. Was aber noch wichtiger ist, ist die zivile Verbreitung dieser Technologie. Wenn die Roboter auch die Haushalte erreichen, ob das in Großbritannien, Brasilien, in den USA und so weiter ist, also die
Drohne nimmt neue Rollen an. Das Recht vom Militärischen zur Polizei, zur Grenzkontrolle, zur Umweltüberwachung, zur Landwirtschaft und auch zum Journalismus und auch zur Fortpflanzung oder zur Freizeit. Und man könnte sagen, dass dieser Robert Botter also kommt und der kommt auch für Arnold Schwarzenegger, den Terminator selbst. Und diese Technologie ist genauso wichtig wie die Dampfmaschine, wie Schießpulver oder die Atombombe. Diese Technologie ist allerdings schon da. Was kommt denn als nächstes? Ich gehöre einem Projekt an, das Next Tech heißt. Und wir überlegen uns dort, welches die nächsten bahnbrechenden Technologien sein werden. Und wir haben da eine Umfrage bei 60 Wissenschaftlern gestartet, aus Universitäten, Regierungsorganisationen oder von Unternehmen wie Google oder Apple und bis zu Risikoinvestoren, Investoren, die ihr Geld in Zukunftsinnovationen setzen. Und wir haben sie gefragt, welche Technologie von heute ist vielleicht vergleichbar mit dem Computer damals 1980 oder mit der Drohne 2001 und dann nicht Science Fiction, aber schon etwas Reales, was aber die Welt noch nicht geändert hat. Und die wichtigsten, die wir da herausgefunden haben, war etwas wie die künstliche Intelligenz. Die Computer schlagen ja auch schon die besten Menschen beim Schach und bei Fernseh-Quiz-Shows, wie der Watson, der hier bei Jeopardy gewonnen hat. Und die Idee ist, dass diese künstliche Intelligenz überall eingesetzt wird, bei der Datenanalytik und bei IBM zum Beispiel, in Krankenhäusern, bei Sicherheitsbehörden. Alle wollten Watson benutzen, um durch die Daten zu gehen. Und man könnte auch intelligente Sensoren damit ausrüsten. Die nächste Generation des Cybers, das Internet der Dinge. Jetzt gibt es 7 Milliarden Geräte, die sich mit dem Internet verbinden. Bei den meisten steht ein Mensch dahinter. Aber innerhalb von 5 Jahren wird es über 40 Milliarden Geräte geben, die mit dem Internet verbunden sind. Und da werden dann keine Menschen mehr dahinter stehen, die Gespräche führen, wie ich mit Ihnen, sondern die Geräte und das Internet sprechen miteinander. Und die Idee besteht darin, dass wenn man ein neues Auto gekauft hat, im letzten Jahr, dann hat das wahrscheinlich eine Technologie, die dann mit dem Hersteller kommuniziert. Zum Beispiel Mercedes-Benz stellt ein Auto her, das dann mit Mercedes-Benz kommunizieren kann, wenn zum Beispiel die Bremsflüssigkeit ausgetauscht werden muss. Und dann gibt es automatisch die Vereinbarung eines Termins bei der Werkstatt. Und der nächste Schritt ist dann, dass das Auto mit dem Haus kommuniziert und dem Thermostat im Haus sagt, ob die Temperatur oder die Klimaanlage an- oder ausgeschaltet werden muss, wenn man anfährt. Denn das Haus ist dann mit einem intelligenten Netz verbunden. Und das Internet wird dafür benutzt, um das alles effizienter zu betreiben und umweltschonender zu betreiben. Und natürlich kommen da auch neue Risiken mit ins Spiel und eine neue Kriegsführung. Nehmen Sie das Beispiel des Autos noch einmal. Da geht es auch um einige Computer, die vernetzt sind. Wir haben allerdings schon erlebt, dass Autos gehackt werden, wo Leute eben von Ferne Merkmale des Autos gehackt haben und in der Lage waren, den Motor ein- und auszuschalten und die Bremsen zu betätigen und so weiter. Eine neue Technologie, die früher nur Science Fiction war, ist die gelenkte Energie, besser bekannt als Laser. Viele haben vielleicht schon in den Nachrichten die Aufregung miterlebt im Herbst, als Israel eine Technologie, die Iron Dome genannt war, benutzte. Und da benutzte man Flugkörper, um hereinfliegende Hamas-Raketen herunterzuschießen. Und das wurde als bahnbrechend beschrieben. Und als Präsident Obama nach Israel reiste, hat er sogar sich auf einem Foto aufnehmen lassen, neben einem solchen System. Und da hat man einen Flugkörper, der viele Millionen kostet, benutzt, um eine billige Rakete abzuschießen. Aber diese Idee ist auch schon wieder überholt. Hier sieht man, wie ein Laser benutzt wird, um einen Flugkörper im Flug abzuschießen. Und Rheinmetall hat hier auch eine eigene Version in Deutschland gebaut und ein US Navy
Schiff ist auch in dem Persischen Golf mit einem solchen System gefahren. Eine weitere grundlegende Veränderung ist nicht nur, was wir benutzen, sondern wie wir das herstellen. Und man kennt das vielleicht unter Direct Digital Manufacturing oder 3D-Druck. Man kann dann Bits, also Computerdesigns, verwandeln in Atome, in Dinge, in Objekte. Und dadurch kann man vor Ort auf Nachfrage, auf Nachbedarf etwas herstellen. Und das ist etwas ganz anderes als die Fertigung an Fließbändern, wie das im letzten Jahrhundert, in Jahrhunderten war. Was bedeutet das für den Krieg? Diese beiden Bilder möchten das veranschaulichen. Oben sieht man das Salsa-Projekt. Da hat eine Gruppe von Studenten in Großbritannien gedacht, man könnte eine bessere Drohne bauen als das, was von der NATO benutzt wird, und etwas Effizienteres schaffen. Und in ihren Computern haben sie diese bessere Drohne designt und haben einen 3D-Drucker benutzt, um das zu bauen. Und sie haben das Ganze geflogen. Und das hat insgesamt eine Woche gedauert. Und stellen Sie sich einmal vor, wie lange es dauert, einen Joint Strike Fighter zu bauen. Das dauert schon allein 30 Jahre, um das Ganze zu entwickeln. Unten sehen Sie das Expeditionslabor, das in Afghanistan von der US-Armee benutzt wird. Und da sind die Soldaten drin. Und da werden die Ersatzteile in diesem Labor direkt vor Ort hergestellt. Und die können dann auch neu designt werden. Und was wir hier vorfinden, ist wirklich eine Umwälzung, nicht nur beim Design und bei der Herstellung, sondern auch für die Unternehmen, deren Businessmodell sich dadurch verändert. Und die großen Verteidigungsunternehmen haben Angst vor diesen Technologien, da sie dann außen vor bleiben von diesem Prozess. Wir erleben auch Veränderungen in uns selbst. Und das kennt man als Menschen-Performance-Veränderung. Und die Robotik ersetzt, was verloren ging. Aber die Technologie wird auch benutzt, um etwas zu optimieren, ob das in der chemischen Technologie ist oder in der physischen Hardware. Und vieles, was im Krieg vonstatten geht, ist vergleichbar mit dem, was man bei den Olympischen Spielen erleben kann. Und bei den Sondereinsätzen spricht man auch oft im Militär von Technologien, die vergleichbar sind mit den Olympischen Spielen. Was bedeutet das? Nachtsichttechnologie ist auch eine Optimierung der menschlichen Leistungsfähigkeit, und das hat unseren Soldaten ermöglicht, in Afghanistan 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Einsatz zu sein, und das gibt ihnen dreimal die Kampfkraft, als wenn sie eben nicht diese Nachtsichttechnologie hätten. Und auch die mentale Seite muss betrachtet werden. Wenn man eine Technologie hätte, die eben immer dazu ermöglichen würde, dass man 10% länger top in Form wäre oder 3 Tage nicht mehr schlafen müsste und gar nicht erschöpft wäre, all das ereignet sich jetzt gerade schon. Ich habe all diese Technologien vorgestellt, um nicht zu sagen, dass alle die gleichen Auswirkungen haben werden, sondern um einfach nur etwas hervorzuheben. Wir befinden uns in einer Zeit fundamentaler politischer und technologischer Veränderungen. Und ich denke, dass die Zeit, in die wir jetzt eintreten, vergleichbar ist mit der Zeit rund um die 1920er Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Also eine Welle tiefgreifender strategischer Fragestellungen, die die globale Landschaft verändern werden. Und wir sehen uns auch Budgetkürzungen im Verteidigungsetat gegenüber. Aber wir erleben auch Science-Fiction-artige Technologien, die eben große Verwerfungen mit sich bringen, nicht nur in der Taktik und Doktrin des Krieges, sondern auch bei der Identität und Organisation der Militärs selbst. Und diese neuen Technologien, die vor kurzem noch Science Fiction waren, rufen dann Fragestellungen hervor auf der gesetzlichen und ethischen Seite. Zum Beispiel kann man sich fragen, von wo und wie Angriffe durchgeführt werden und wer ist denn haftbar und zur Verantwortung zu ziehen, wenn etwas schief geht. Und das führt auch zu Neudefinitionen des Schlachtfeldes selbst, sodass dieses fiktive Konzept des Fliegen von Flugzeugen, wie bei Da Vinci hier oben, ausgedehnt wird zu einem Schlachtfeld, wie das unten dargestellt wird, wie bei Picassos Guernica. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass diese Konferenz aus einem Grund sehr wichtig ist, nämlich um den Diskurs, um diese Veränderungen anzustoßen. Und meine Empfehlung dafür wäre, dass Sie ja schon
gehört haben, dass ich über die Zukunft gesprochen habe, aber auch Parallelen zur Vergangenheit gezogen habe. Und das ist die beste Möglichkeit für uns, meine ich, beide Horizonte im Blick zu halten. Also wir sollten einerseits den Horizont der Zukunft betrachten, sodass wir besser in der Lage sind, diese Verantwortungen und Veränderungen wahrzunehmen und unsere Reaktion darauf auszurichten. Martin Luther King hat gesagt, man kann die Geschichte eben nicht lenken, aber man kann den Bogen der Geschichte vielleicht etwas abbiegen. Und Mark Twain hat auch einmal gesagt, die Geschichte wiederholt sich selbst nicht, aber sie reimt sich. Dankeschön. Where do you want me to be? Where do you want me to be? Peter, can you hear me? Peter, können Sie mich hören? Hier ist Silke. Vielen Dank für diesen wirklich faszinierenden Vortrag und diesen unbehaglichen Blick in die Zukunft, die ja jetzt stattfindet. Ja, es ist eher unbehaglich für mich, weil ich irgendwie weit weg bin. Ich fühle mich hier wie der Zauberer von Oz. Also, ich möchte nochmal auf eine Sache zurückkommen, die Sie gesagt haben in Bezug auf Perspektiven, Ausblick auf die Zukunft und Rückblick auf die Geschichte. Nun, als Sie diese Technologien beschrieben, da dachte ich, seit Beginn dieses Krieges, das ist wahrscheinlich eine der ältesten Aktivitäten der Menschheit, geht es um politische Ziele. Es geht darum, Territorien zu erobern. Es geht um Konzepte wie Abschreckung. Es geht um die Zerschlagung des Feindes. Nicht so stark, dass man nicht mehr mit ihm verhandeln kann. Aber diese Technologie, die Sie beschrieben haben, verändert ja wirklich die Art und Weise, wie wir den Krieg sehen. Dass man schlussendlich also wirklich politisches, klares Denken braucht. Wir wünschten gutes politisches Denken, politisches, strategisches Denken, um die entsprechenden Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, die Frage ist nicht, welche Mittel haben Sie, sondern welche Ziele haben Sie? Und ich denke, das muss eher von Menschen als von Robotern festgelegt werden. Das ist eine sehr gute Frage. Und das ist wirklich der Nagel auf den Kopf getroffen. Der Krieg verändert sich. Die Kräfte im Krieg verändern sich. Und deshalb verändern sich auch andere Dinge, aber nicht anderes. Einiges wird gleich bleiben, ob man einen Stein braucht oder verwendet oder eine Drohne, das habe ich am Anfang angesprochen. Eins ist die Ursache des Krieges. Egal, welche Technologien eingesetzt werden, es gibt menschliche Ursachen. Wir werden Fehler machen, wir werden Gier zeigen, wir werden Arroganz zeigen. Egal, wie die Triebkraft aussieht, sie wird menschlich sein. Dann, per Definition glaube ich, dass es eine menschliche Ursache geben muss für einen Krieg. Und ich denke, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Kriege wie zum Beispiel in Afghanistan, der US-amerikanische Krieg findet statt, aber ganz weit weg von uns. Technologie hat das befähigt, wie gesagt. Ein anderer Aspekt, den es immer im Krieg gibt, ist, was Clausewitz den Nebel des Krieges genannt hat. Egal, was man bewirken möchte, der Nebel des Krieges bedeutet, dass sich die Dinge nicht immer so entwickeln, wie man möchte. Von Moltke zum Beispiel hat gesagt, dass es auch den Aspekt des Feindes gibt. Also kein Plan, den man entwirft, wird entsprechend sich ausspielen. Und ob man hier Steine einsetzt oder Pistolen oder Drohnen, es gibt immer entsprechende unbeabsichtigte Dinge, wie auch bei Stuxnet gesehen. Dann also, es geht um eine Geschichte, es geht um die Veränderung in Bezug auf die Geschichte. Ob man mit einem Stein in der Hand kämpft, letztendlich ist die Frage, wer kann was im Krieg tun? David kann tödlicher sein als Goliath. Und hier geht es um die Anforderungen, die physischen Anforderungen, die wir brauchen, um zum Beispiel eine Bombenattacke durchzuführen. Man braucht einen Piloten im System. Man braucht einen physischen Piloten. Aber jetzt kann man in Nevada sitzen und man kann ein ungelernter Pilot sein. Man muss kein Offizier mehr sein. Einer der Top-Drohnenpiloten ist ein
Gymnasienabbrecher, der nie entsprechend geschult wurde. Das heißt, wer verändert sich hier und wer verändert was? Man muss noch nicht einmal mehr im Militär sein, um einen Cyberwar zu führen. Dann genau wie mit Flugzeugen. Das Wo des Krieges hat sich verändert. Der Cyberwar zeigt das ganz klar. Man hat teilweise, oder man kämpft jetzt in einem Ort, in einem Raum, der vorher nicht existierte. Dann bringt mich das zum Thema Gesetze. Es gibt fundamentale rechtliche Werte, die wir aufrechterhalten wollen. Verantwortung ermessen. Aber neue Technologien eröffnen neue Herausforderungen für diese Grenzen. Autonome Roboter stellen die Frage, wie zeichnet man oder wie kann jemand verantwortlich zeichnen, wenn eine Entscheidung vor Jahren getroffen wurde, zum Beispiel. Was wir im Krieg sehen, sind Fragen, die ursprünglich in dem Science-Fiction-Roman Frankenstein gestellt wurden. Ist der Designer verantwortlich dafür, was mit seiner Technologie passiert, wenn sie eingesetzt wird für etwas, was man nicht geplant hatte? Ja, genau das wollen wir ja in den nächsten 2 Tagen ausloten. Peter, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und genießen Sie die Hochzeitsfeier. So.